Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A6 bei Heilbronn sind 3 Menschen getötet worden. 2 Insassen wurden lebensgefährlich verletzt. Nach Polizeiangaben war ein österreichischer Lastwagen in ein Stauende gerast. Der LKW prallte zunächst auf einen Geländewagen. Die beiden Insassen waren sofort tot. In dem davorstehenden Wohnmobil kam eine junge Frau ums Leben. Insgesamt schob der Lastwagen 5 Fahrzeuge ineinander. Die A6 war in Richtung Mannheim für mehrere Stunden gesperrt. Bei einem Unfall auf der Autobahn A6 bei Bad Rappenau sind 7 Menschen ums Leben gekommen. Ein Lastzug durchbrach aus bisher ungeklärter Ursache die Mittelleitplanke und prallte mit einem LKW und 3 Personenwagen zusammen. 4 der Fahrzeuge gingen sofort in Flammen auf. Die Insassen der PKW und ein LKW-Fahrer starben. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt.